So, willkommen zurück. Und wie ihr gesehen habt beim letzten Mal, wir haben uns ein bisschen gestärkt und haben auch ein paar Sachen bekommen. Und jetzt würde ich sagen, ja, gucken wir uns das Ganze hier mal an. Wir haben ja jetzt das hier unten gemacht, was war das? Katakomben des Fehlers. Und wir sind noch an irgendwelchen anderen Katakomben, Höhle des Wissens. Ich weiß nicht, irgendwo sind wir nochmal an irgendeiner Katakomben vorbeigekommen, glaube ich. Fahren wir zurück zur Kirche. Und werden mal jetzt diesen Spot hier, wo wir jetzt gerade sind, so und so weit durchfarmen, dass wir da einfach mal ein paar Sachen sammeln können. Denn wir sind ja jetzt ja auch stärker. Und ich glaube, wir müssen auch ein paar Sachen reißen. So, gehen wir hier auf meinen Dings. Und dann werden wir hier alles mal abfarmen, was es so gibt. Wo sind wir jetzt gerade? Genau, das haben wir schon, da waren wir schon. Also es muss ja auf jeden Fall, in diesem Bereich muss es ja auf jeden Fall noch ein paar von diesen Gnadendingern geben. Hier drüben ist auch noch eine Insel. Also das sollte man, glaube ich, sich alles nochmal antun. Denke ich. Und da hinten ist auch noch irgendwas, was da fliegt. Aber ich glaube, wir müssen in die Richtung reiten, wenn wir die Seite abgrasen wollen, ne? Ja, okay. So. Ja, den Fehlerhund haben wir jetzt beim letzten Mal gekillt. Ich weiß gar nicht, was da gab an Sachen. Aber das kann uns auch egal sein. So, wir sind natürlich jetzt nicht super stark, aber mit unseren Hunden, die wir verstärkt haben, und unseren Schwert, den wir verstärkt haben, hält das schon viel länger aus, ne, muss man sagen, einfach mal. Hui. Gegen die haben wir wahrscheinlich jetzt auch mehr Chancen. Ich reite mal an ihm vorbei. Die Dinger sehen immer aus wie so Höhlen, das sind aber keine Höhlen. Aber man könnte meinen, man kann hier irgendwie reinkommen, ne? Da kann man gar nicht. So. Da unten ist so eine komische Krabbe. Die können wir, oder diese komischen Dinger, vielleicht können wir die auch jetzt mal irgendwann besiegen. Das würde mich auch mal interessieren. Die sehen ja auch wirklich gar nicht mal so unspannend aus. Oh, hier liegt was. Ruin-Fragment, okay. Wo sind wir auf der Karte? Genau, sind wir hier unten mal. Das ist ja auch nicht so schlecht. Hainhöhle, okay. Hier gehen wir mal unten längs und gucken, ob wir hier irgendwas finden noch am Strand. Haben wir schon ein bisschen mehr Power jetzt. Was natürlich cool ist. Da hinten leuchtet irgendwas. Da rennen wir mal hin. Ein Händler. Was braucht ihr? Kaufen? Ein Kurzbogen. Wir haben ja einen Langbogen jetzt. Kann es egal sein. Landschleimer. Ich könnte mir vorstellen, das ist gar nicht so schlecht zu wissen bei dem Landschleimer. Was ist das? Das kann man auch mal. Ja. Wenn wir einmal kurz unseren Tal gehen. Geht das nicht? Haben wir die Karten? Handbuch von erweitert. Okay, können wir noch nicht benutzen. Aber das braucht er wahrscheinlich nachher, ne? Okay. Gut. Gibt es ja noch irgendeine Stelle, wo wir uns vielleicht. Na, sag schon. Ja, irgendwas machen können? Ne. Aber warte mal, wir haben das. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was diese Landschleimer können. Das wollte ich hier gucken. Zur Wendung mit Fäusten und Krallen, können wir ja nicht benutzen. Was haben wir hier?
Flasche von Nordermes Mai, Ruinen eines Wegon, Landschleimer. Wo der Landschleimer am Boden berührt, ist sein Körper weich und verwundbar. Gift lässt ihn sogar platzen. Ah, okay. Das Werk eines reisenden Künstlers, das Gemälde Heimkehrerinstinkt. Es heißt, dieser Maler habe Landschaft für ewig die sterbenden letzten Seele des Malers und die Spuren seiner letzten Momente kann man, wenn man den abgebildeten Ort besucht. Ah, okay. Na gut. Regt aber irgendjemand oder irgendetwas. Goldenes Feder, goldener Federtierfuß, okay. Oh. Wie dumm war das denn? Oh nein, wie dumm war das denn? Bitte sehr. Ach, Kacke, ey. Da ging es auf jeden Fall nach oben, wie man gesehen hat. Aber wir müssen auf jeden Fall wieder hin, weil wir haben so ein paar viele Runendinger da übrig gehabt. Da müssen wir auf jeden Fall hin. War hier unten irgendwo, ne? Küstenhöhle. Ja, da müssen wir hin. In welche Richtung ist das? Haben Sie das gesehen? Wie dumm war das? Das war wirklich so eine Dummheit, ne? Wollt man schnell weg von denen? Jetzt mal runtergeplumpst. Dann geht's links. Wie wir runterkommen, ne? Nein. Ne, wo hier hinten runtergelaufen, ne? Okay. Nein! Nein, 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 nein! Okay. Dachte, ich sterbe jetzt wieder. Hinterher von da oben, oder? Kann ich mir vorstellen. So, wir müssen unsere Sachen jetzt einsammeln hier. Hallöchen. Ich bin nur hier, um meine Sachen einzusammeln, die ich dummerweise da auf den Boden geschmissen habe. Blöd von mir, gebe ich zu. Hier waren wir, glaube ich, schon mal. Ja, hier waren wir schon mal. Oh, hier waren wir doch nicht nochmal. Können wir rein? Lass uns mal reingehen. Ich weiß auch, wo es ist. Das ist der Anfang. Ich denke so, woher kenne ich das denn? Okay. Gut. Warte, wir haben noch ein paar Runen, bevor wir sterben. Lass uns die mal einmal anwenden, um uns vielleicht noch stärker zu machen. Das macht Sinn. Nehmen wir unser Geschick ein bisschen höher. Mal gucken.
Ruhen benötigt. Okay, ja, wir haben ja so ein paar, die wir auch nutzen können. Meine ich zumindest. Oh, eine. Oh. Das reicht, glaube ich, gar nicht, ne? Doch. Gut, machen wir hier die Geschicklichkeit noch ein bisschen höher. Oder vielleicht auch mal unser Leben ein bisschen höher. Ah, ein bisschen machen wir unser Leben höher. Weil ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir dann mich irgendwie gar nichts machen und immer schwächer werden. So. Dann lassen wir unser Pferd holen. Und dann lass uns mal was Großes finden jetzt, ne? Ich glaube, schon wieder 10 Minuten hier rum, machen gar nichts. Ihn da vielleicht, auf dem Ross. Ah, mal hier lenkt reiten. Also es muss ja hier noch irgendwie so ein paar Stellen geben. Weil, also zumindest da, wo man so sich wieder hin teleportieren kann, kann man nicht vorstellen, dass es hier sowas nicht gibt. Weil hier ist ja alles frei. Hier muss es doch irgendwie sowas geben. Oder? Was meint ihr? Ich denke schon. Hier sind diese Wasserdinger, ne? Können wir auch mal platt machen. Da hinten laufen so ein paar komische Typen rum. Hier hätte ich gedacht, dass man hier vielleicht noch eine Stelle hätte, wo man hin könnte. Aber anscheinend gibt es das gar nicht. Also würde mich vollkommen Sinn machen. Oder nicht? Aber hier ist anscheinend nichts. Okay. Ja, ich muss jede Ecke einmal abtasten. Hallo. Weil ich denke mir, wenn wir irgendwas übersehen nachher oder man irgendwas nicht einsammelt, wäre so ärgerlich. Ist hier irgendwas? Nee. Hier ist die Höhle. In der Höhle waren wir zu Beginn, ne? Also da müssen wir nicht hin. Hier oben noch rauf irgendwie. Und da vielleicht irgendwie hochkommt noch. Ich glaube, man kommt da irgendwie hoch. Vielleicht. Kann man da raufklettern irgendwie? Ach, guck mal. Wahrscheinlich sollen wir hier gar nicht hin. Nee, sollen wir auch nicht. Okay. Aber da oben rauf komme ich nicht, oder was? Nein, ich glaube nicht. Jetzt mal. Wir sind hier oben. Na, das kann auch nicht jeder. Aber man hätte auch einen anderen Weg gehen können wahrscheinlich, ne? Aber trotzdem cool. Gibt zwar nichts gerade, aber Hauptsache ich habe selber rausgefunden, dass ich hier hin kann. Da oben ist irgendwas. Da liegt was. Sternlichtsplitter. Was kann man mit denen denn machen? Jetzt auch schon einige von eingesammelt.
würde mich auch nochmal interessieren. Alles einsammeln. Hier gibt es auch nichts, was man irgendwie. Also wisst ihr, was ich meine? Ich suche so Plätze, wo man sich nochmal hinteleportieren kann. Hätte ich jetzt gedacht, das ist okay. Ja, es sieht ein bisschen furchteinflößend aus. Ich glaube, bevor wir den machen, müssen wir erstmal eine Stelle finden, wo wir uns sorglos hinlegen können. Da. Ne, hier ist so ein. Hier waren wir schon mal, glaube ich. Schon groß, der Typ. Gibt es nicht eine Stelle, wo ich noch mal kurz ein Päuschen machen kann? Wer ist er denn da? Treffe ich nämlich. Ach, das war nur so ein Lebensteil, ne? Okay. Die kommen auch rein. Drin, was wir brauchen können. Oh! Nein! Nein! Ach, Leute! Das ist, wenn man zu viel will, ne? Man will zu viel. Und macht zu wenig. Dann müssen wir nochmal oben auf die Brücke rauf. Nervt mich so ein bisschen, dass da nichts ist, wo man sich hin teleportieren kann. Also nicht mal ansatzweise irgendwie. So, sind wir gestorben. Eine Höhle mehr. Hier irgendwo, ne? Genau, hier sind wir gestorben irgendwo. Das war dumm. Wir hätten uns dahinter beamen sollen. Fällt mir gerade auf. Weil wir sind im Sonne ja dahin, ne? Also müssen wir erst wieder hier ganz hier hoch. Die Frage, ob wir da durchkommen, um zu sterben. Machen wir einfach mal. So, wenn wir hier den ganzen Weg laufen. Jetzt wissen wir, was uns erwartet. Wir werden mal auf das gehen. Oh.
dann gehen wir da nochmal rein. Weiß nicht, so clever von mir alles, gebe ich zu. Nein! Das wollte ich gar nicht. Na gut. Ja. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Mann, ey. Das, weil man immer zu viel will und glaubt, man kann alles. Man muss immer dran denken, es ist immer noch ein Soul-Spiel. Na, und da weiß man halt, da steht man halt schnell. Drin. Keine Schlange voraus, ja, interessiert mich nicht. Mach mal auf. Weitschuss-Talisman. Okay, das ist gut für unseren Bogen wahrscheinlich. Na gut. Okay. Gut. Siegelgefängnis, da haben wir auch schon mal reingeguckt. Wow. Dann sind wir diese Feuerheinis. Ist die Frage, wo wir jetzt hin sollen, ne? Was ist denn hier eigentlich? Ein gutes Gebäude. Markierungen bringen uns irgendwie nichts, ne? Machen wir Markierung rauf. Aber irgendwie kommt es sofort, ob man. Obwohl, da kann man längs, aber. Ist da auch irgendwas? Ist so ein. Oh, da hängen ein paar Fledermäuse, sehe ich gerade. Gar nicht mal so wenig. Ich hätte gedacht, man kann hier irgendwie rein oder so. Das kann man auch nicht. Was hieß es, wo der Typ sich zusammenbaut, ne? Ich finde, das Ding sieht so, sieht nach irgendwas aus, aber irgendwie ist da nichts, ne? Da muss man da hoch irgendwie. Oh, hier oben ist auch was, aber nur Materialien. Da liegt tatsächlich noch was. Gekreuzte Beine, okay. Was steht da? Springen versuchen. Und dann? Bleiben wir im Fluss oder was? Das ist natürlich ein dummer Versuch. Aber er stand wirklich springen versuchen, ne? Aber wenn er von oben runter springt, landet er doch hier unten ins Tod, oder bin ich jetzt verkehrt? Und hier unten ist auch nichts. Das ist ein Fluss, ja. Aber da kann man auch nichts machen im Fluss, ne? Ja. Gut. Also hier haben wir was gefunden auf jeden Fall, aber mehr habe ich ja auch nicht entdeckt. Da habe ich wieder mal so mehr.
Okay, wir halten gut was, gut nichts aus. Ich weiß nicht wieso, dieser Kasten sieht einfach so aus, ob dafür irgendwas gut ist. Aber anscheinend ist er das nicht. Gut, lass mal jetzt versuchen, die anderen, andere größere Gegner zu finden. Da geht's runter. Kann ich auch irgendwo runterkommen? Ohne zu sterben vielleicht? Die Frage, warum will ich da runter, ne? Ja. Gut. Ich finde, dieser Riese hier wird mich auch interessieren, was der so macht. Steht da? Objekt voraus. Geste suchen. Hochsuchen, Achtung, etwas. Achso, das war die Geste, die wir oben gefunden haben, ne? Ja. Dann leuchtet auch was, aber. Ob es das ist, wo wir hin sollen, man weiß es nicht. Wir versuchen mal diesen großen Typen hier anzugreifen. Mal sehen, ob der was bringt, wenn der hier auftaucht. Okay. Oh. Aber es ist machbar, glaube ich. Gar nicht so stark. Aber so. Keine Ahnung, wofür das gut war, aber wir haben ihn erlegt. Hätte ich mir jetzt wesentlich schwieriger vorgestellt hier. Aber na gut. So, lass mal gucken, was wir jetzt machen können. Irgendwie müssen wir doch mal noch was Bossmäßiges finden hier. Hier geht es eigentlich nur runter. Kann ich irgendwie runterkommen, ohne zu sterben? Ja, ich glaube nicht. Ich muss da hinten links, ne? Na, lass mal nach runter gehen. Ach, hier sind nur diese High-Off-Highs gewesen. Die treffe ich nicht. Das war jetzt ja Quatsch. Fünfmal treffen können. Ach, guck mal, hier ist sogar ein Eingang. Das hat er bewacht. Kleine Höhle hier. Mal reingehen. Gucken wir uns mal da drin um. Ach, das ist wieder so ein, ist wieder so eine Katakombe, wo wir schon mal waren. Oh, ich hoffe nicht schon wieder so ein fetter Hund. Die werden ja nicht besser, ne?
Obwohl, warte mal. Dann können wir auch gleich hier richtig rasten. So. Achso, warte mal. Können wir den auch noch stärker machen? Weil, weiß nicht, ob der Typ da Golem da uns was gegeben hat. Boah, viel zu wenig Punkte hat er uns gegeben. Okay, los geht's. Was ist er hier? Ein wahrer Trupp oder die Rückkehr vom Erdenbaum. Habt Geduld, bis die Zeit kommt und die Wurzeln euch rufen. Na. Oh. Ah, diese fiesen Gnome, ne? Die sind wirklich fies, finde ich. Ah, ich hasse die. Die waren schon anderen ätzend. Na gut. Muss schon aufpassen, die wahrscheinlich fette Fallen hier mit denen. Oh, hier ist aber so eine Blume. Die kriegen wir nicht auf, da müssen wir bestimmt wieder irgendwie ein Dings finden. Ja, okay. Hier finden wir auf jeden Fall diese ganzen Pfeilchen, was natürlich gut ist, um unsere Tiere nachher, unsere Bestien und so stärker zu machen. Hier ist noch eine. Das ist natürlich cool. Können wir die anmachen hier? Nee. Das ist natürlich cool. Gut. Ha, schon irgendwas gehört, ne? Da wusste man schon, was irgendwas Sache ist. Okay. Mal da irgendwo rein. Da vorne, das sieht aus wie ein Weg da rechts. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube, da müssen wir hin. Ah. Oh. Nein. Ah, okay. Ich dachte, man müsste da... Da gibt es noch einen Weg da vorne rechts. Okay. Kann man noch weiter rennen und dann theoretisch hinter den Dingern rennen? Ah, das teste ich jetzt nicht. Jawohl, wer weiß, ob dahinter nicht erstmal ein Teil. Wir laufen erstmal hier längs. Doch, da hinten liegt was, dann müssen wir hin. Oh, nee. Da kamen ganz viele, habt ihr das gesehen? Wie gemein ist das denn? Aber da liegen Sachen, deswegen, die müssen wir haben. Geht nicht anders. Das ist natürlich die Frage, ob dahinter beim anderen auch noch was liegt, ne? Der hat reingehauen. So. Komm mal runter. Wir mal da oben. Die Frage, ob da hinten auch noch irgendwas ist, ne? Ich glaube fast nicht.
da will ich jetzt hin, da hinten. Oh, du Affe, ey. Schön jetzt einsammeln hier. Oh, das waren aber artig Viecher, wa? Das Ding ist kaputt hier? Das kann man zerstören? Oder sehe ich es gerade falsch? Richtig. Jetzt ist die Frage, ob hier hinter auch was ist, ne? Hier hinter auch noch was, ob da auch irgendwas ist. Wollen wir mal hinlaufen? Wir laufen aber hin. Ein Hallo-Kopf. Na, guck mal. Das ist natürlich cool. Also cool und cool, ne? Aber cooler. Gut, dann gehen wir jetzt hier hin. Oh. Leute, wir haben unsere ganzen Getränke verbraucht schon. Ja. Das wird natürlich schwierig, wenn wir jetzt zu einem Boss kommen, ne? Das müssen die von gerade eben, von hier oben gewesen sein, wo wir hier längs gekommen sind, ne? Halbwegs. Aber dann kann man auch da noch runter jumpen. Da muss ja auch noch irgendwas sein. Naja. Erstmal hier links. Ich weiß noch nicht, wie viele hier wieder sind. Ah, guck mal. Schon gedacht. Immer gleich so viel Bluten rein bei einem, ne? Das ist wirklich nervig. Asche des Wanderadligen, okay. Gut. Geht's leider gar nicht weiter. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier runter. Okay, hier nehmen wir auch noch mit. Und hier ist ein Schalter, den brauchen wir. Jetzt hat er wahrscheinlich die Tür aufgemacht, ne? Tür. Ah, da kommt noch einer. Jetzt sind die alle weggeballert hier. Gut. Jetzt die Frage, ob wir da reingehen direkt oder einfach. Einfach kurz hier hochgehen und nochmal rasten und dann runtergehen, weil dann haben wir unsere ganzen
Dinge wieder und die Tür haben wir ja aufgemacht. Macht, glaube ich, mehr Sinn, ne? So, und los geht's. Genau, so, jetzt brauchen wir noch die Hunde. Die Hunde fand ich gut. Und los geht's. Ach, guck mal. Hier sind gar keine Kobolde rundherum. Der sieht auch ein bisschen anders aus. Okay, das war natürlich dumm von mir. Also Hunde sind einfach nur der absolute Wahnsinn. Asche des Zauberadligen, okay. Danke. Gut. Ja, haben wir doch wieder was erreicht heute. Jetzt müssen wir auch irgendwann mal größere Bosse angehen, hoffe ich. Aber wie man sieht, kann man schon die ersten paar Stunden einfach nur vertreiben, indem man einfach durchs Land geht und dies und dies und dies und jenes macht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dann. Tschüss.